Fraktion. Herr Präsident, werte Kollegen, eigentlich wollte ich mit ein paar positiven Aspekten des Grünen-Antrags anfangen, aber nachdem der Kollege Lehmann eine solche Wahlkampfrede hier schon gehalten hat, muss ich sagen, das ist ein bisschen früh für dieses Jahr, Herr Kollege. Das fängt schon damit an, dass Sie hier mit Wahlkampfsprüchen, mit Wahlkampfbegriffen auf sich, um sich schmeißen, zum Beispiel mit dem Wort Garantiesicherung. Allein damit fängt es schon an. Sie suggerieren damit, als sei die bisherige SGB-II-Leistung so eine Art Lotterie, die mal sichert, mal nicht sichert, als ob wir einen unsicheren Sozialstaat in diesem Land haben. Das weise ich mit aller Schärfe zurück. Das SGB-II ist das Netz, was alle Menschen in diesem Land in der Krise auffängt. Und Sie bemängeln in Ihrem Antrag, finde ich zu Unrecht, auch eine sogenannte Zwei-Klassen-Systematik in Hartz IV, die wir eingeführt haben aufgrund der Corona-Krise, damit Selbstständige, wenn sie mit ihrem Betriebsvermögen hineingehen, weil sie zurzeit nicht arbeiten können, es nicht verkaufen müssen und hinterher keinen Betrieb mehr haben, mit dem sie nicht mehr wirtschaftlich tätig sein können. Jetzt uns hinterher festzustellen, dass das eine Zwei-Klassen-Systematik ist, ist infam, Herr Kollege. Und ich sage auch ganz offen, ich war erschüttert, als ich in Ihrem Antrag gelesen habe, dass Sie sagen, wenn der Partner jetzt erst aufkommen muss, bevor man in Hartz IV gehen kann, dann ist man quasi ein Anhängsel seines Ehemanns oder seiner Ehefrau. Sie reden hier immer von gemeinschaftlicher Verantwortung und von Solidarität in unserer Gesellschaft. Aber mit solchen Worten zerstören Sie die wichtigste gesellschaftliche Solidargemeinschaft in unserem Land, nämlich die Familie. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Sie reden in Ihrem Antrag von Stigmatisierung über SGB II, und ich stelle fest, wir stigmatisieren niemanden, egal ob er Multimillionär oder SGB II-Empfänger ist. Die Einzigen, die das tun, sind Sie. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Heide, Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich gerne. Sehr geehrter Herr Kollege Whittaker, ich möchte Sie fragen, ob Sie zur Kenntnis nehmen wollen, dass in dem Antrag Garantiesicherung zu dem Thema Bedarfsgemeinschaften wir insbesondere ausformuliert haben, dass wir die Bedarfsgemeinschaften bei unverheirateten Paaren gerade als Problem sehen. Die profitieren nämlich nicht von zum Beispiel steuerlichen Vorteilen wie durchs Ehegattensplitting. Und da ist das Beispiel von meinem Kollegen Sven Lehmann sehr lebensnah gewesen. Eine unverheiratete Krankenschwester in Partnerschaft mit einem Künstler. Und dass dann das Gehalt dieser Frau noch verrechnet wird mit dem eigenen Hartz-IV-Anspruch des nicht mehr arbeitenden dürfen Künstlers. Wir haben in diesem Antrag bewusst gesagt, wenn wir perspektivisch die Individualisierung auch auf Ehen beziehen, dann ist das selbstverständlich nur denkbar, ganz grundsätzlich mit einer größeren Reform, die dann auch das Ehegattensplitting mit beeinflussen würde. Dass Sie zum Thema Ehe sich ein bisschen anders positionieren, ist das eine. Aber ich bitte Sie, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir bei der Garantiesicherung insbesondere auf den wirklich sehr ungerechten Tatsachen jetzt ansetzen, die unverheiratete Paare betreffen. Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie bereit sind, das zur Kenntnis zu nehmen und auch glauben, dass das einen Unterschied macht. Frau Kollegin, ich bin bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir offensichtlich zwei völlig unterschiedliche Ansichten dessen haben, was wir als die kleinste Einheit in diesem Land wollen. Sie möchten eine Individualisierung des Sozialstaates haben. Wir glauben auch an die Kraft der Verantwortungsgemeinschaft in der Familie, egal ob mit oder ohne Trauschein. Und deshalb wollen wir diese Verantwortungsgemeinschaft nicht zerstören, im Gegensatz zu Ihnen, die jede Leistung individualisieren wollen. Wir glauben, dass das nicht der richtige Weg ist. Und Sie haben das auch in Ihrem Antrag nicht klar explizit dargestellt, dass es für Ehepartner nicht gelten soll. Also insofern sind Sie da nicht sauber. Und Sie sind in Ihrem Antrag auch weiterhin nicht sauber, wenn Sie zum Beispiel, finde ich etwas
seltsam, dass es drinsteht, aber Sie verweisen ebenfalls auf einen erhöhten Mindestlohn. Sie fordern 12 Euro die Stunde. Das finde ich deshalb sehr interessant, weil es Ihre Fraktion war, die, als wir über den Mindestlohn hier gesprochen haben und diskutiert haben, darauf bestanden hat, dass es eine Kommission ist, die frei von der politischen Einflusssphäre ist, frei von diesem Parlament ist und entscheiden kann, mit den Tarifpartnern zusammen, wie der Mindestlohn ausgestaltet werden soll. Heute machen Sie eine Kehrtwende und verlangen 12 Euro die Stunde, ohne es zu begründen. Ich vermute, Sie wollen damit die Armut bei Armutslöhnen bekämpfen. Aber wenn Sie das wirklich wollen, dann müssten Sie eigentlich so konsequent sein wie die Linken und sagen, dann machen wir es an 60% des durchschnittlichen Lohnes in Deutschland fest. Nur dann bräuchten wir keine Mindestlohnkommission mehr. Und genau das lehnen wir ebenfalls ab als Unionsfraktion. Und zu guter Letzt, mit Ihrer Politik vergessen Sie schlicht und ergreifend die gesellschaftliche Mitte in diesem Land. Sie schreiben in Ihrem Antrag sehr deutlich, dass Sie wollen, dass die SGB-II-Leistungssätze sich in Zukunft an der Mitte der Gesellschaft orientieren, am Konsumverhalten der Mitte der Gesellschaft. Das heißt übersetzt nichts anderes, als dass knapp die Hälfte, nämlich die untere Hälfte, die unter dem Durchschnitt liegt, in Zukunft diese SGB-II-Leistungen, ihre Garantiesicherung beziehen soll. Wir wollen nicht, dass die Hälfte dieses Landes Bezugsnehmer ist in diesem Sozialstaat, sondern wir wollen, dass sie in Arbeit sind und ihr eigenes Geld verdienen können. Und ich war ebenfalls entsetzt, als ich gelesen habe, das haben Sie so schön verbrämt mit den Worten, wir wollen die Bürokratie abschaffen und Vereinfachungen haben, indem man sagt, naja, in Zukunft soll einfach der Antragsteller angeben, er hat kein Vermögen und er hat dies nicht und er hat das nicht und wir prüfen das nicht weiter. Ich meine, so kann man natürlich auch Bürokratie abschaffen, indem man einfach zwei Augen zugedrückt. Aber ich bin mal gespannt, wenn wir das machen würden bei den Finanzämtern und nicht nachprüfen würden, ob das, was da drin steht, auch wirklich stimmt. Dann kämen wir nicht mehr sehr weit mit unserem Staat. Und ich frage mich ernsthaft, wen Sie da eigentlich schützen wollen. Wissen Sie, Sie verschließen da auch ein bisschen die Augen vor der Realität. Es gibt Sozialleistungsmissbrauch. Es gibt kriminelle Banden, die auch SGB-II-Betrug machen. Und ich finde, da schützen Sie mit Ihrem Antrag niemanden, weder die Steuerzahler, die arbeiten und einzahlen, noch die Leistungsbezieher, die SGB-II brauchen und von kriminellen Banden schlecht gemacht werden und weniger Geld zur Verfügung haben. Und deshalb können wir diesem Antrag an sich nicht zustimmen. Wissen Sie, ich hätte ja noch mal wenigstens verstanden, wenn Sie gesagt hätten, dafür machen wir drakonischere Strafen, wenn man Sozialbetrug macht. Aber selbst das fehlt in Ihrem Antrag. Und deshalb können wir dem nicht so zustimmen. Und zu guter Letzt fordern Sie, altes Lied, die Sanktionen abzuschaffen. Auch das, glaube ich, zerstört die Solidargemeinschaft. Übrigens ist es fachlich falsch. Es ist fachlich falsch. Der Chef der BA fordert das explizit nicht. Im Gegenteil, er möchte nach wie vor die Sanktionen haben. Und ich glaube, es zerstört die Solidaritätsgemeinschaft in diesem Land. Deshalb, weil auch klar ist, Solidarität ist keine Einbahnstraße, sondern sie funktioniert nur im Austausch miteinander. Wenn ich als Steuerzahler einzahle für einen Sozialstaat, dann kann ich auch erwarten, dass diejenigen, die in der Sozialhilfe sind, dass sie alles dafür tun, so schnell wie möglich wieder rauskommen. Und deshalb kann ich Ihnen nur zurufen, die einzige Garantiesicherung, die es in diesem Land gibt, die beste Garantiesicherung, die es in diesem Land gibt, ist Arbeit. Und SGB II, Hartz IV ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben die Arbeitslosigkeit seit 2005, seit wir die Regierung von Ihnen übernommen haben, halbiert. Wir haben die Langzeitarbeitslosigkeit mehr als halbiert. Wir haben die geringste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa. Und deshalb müssen wir mehr in diese Richtung tun. Digitalisieren, vereinfachen. Wir müssen gucken, dass wir die Hinzuverdienstregeln verbessern. Leistung muss sich lohnen und wir bessere Betreuung brauchen, damit wir die Menschen in die Arbeitsmarktwelt führen. Das ist unsere Aufgabe. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Wittiger. Als nächstes erinnert er sich das Wort dem Kollegen Jörg Schneider, AfD-Fraktion.